Hallo und willkommen zurück. Jetzt geht es erstmal wieder. We are all aware that these parts are full of brigands, right? Erstmal wieder in die Stadt zum Rappen. Und zum Quest abgeben. Was haben wir für einen Tag? Schalter. Es kann natürlich auch sein, dass es einfach ein Monat war, wo wir diesen Schrein oder was das war aufsuchen müssen. Tag der Sonnenblüte. Dann gibt es ja noch diese beiden Höhlen mit den Riesenviechern drin, wo ich jetzt ganz bewusst noch nicht reingegangen bin. So. Gucke ich nochmal, was jetzt alles für Fähigkeiten noch gesteigert werden müssten. Schildtrainer brauchen wir. Leichte Rüstung brauchen wir. Und Streitkolbenmeister brauchen wir. Gibt's alles noch nicht. Very quiet here. Safe. Ja, gehen wir erstmal zu dem. Ich habe außerdem mal im Forum geguckt, ob es da einen Bug gibt, aber da gibt es Leute, die haben die Quest anscheinend danach trotzdem abgeben können. Vielleicht muss man da einfach ein bisschen mehr sammeln. Ich schreibe auch nochmal gerade auf, dass wir in der Banditenhöhle noch Türen übrig hatten. Höhle, Türen übrig. Wir wollten diese Rosie oder wie sie heißt auch noch ansprechen. Ich weiß aber nicht mehr, wo wir. Ah, doch, die hatten wir aus der Kathedrale. Dann gehen wir da doch erst nochmal hin. Da ist sie. Lichtmagie schraube ich mir gerade nochmal auf. Möge Elras und Tiger, was kann ich für euch tun? Geschichte. Meine Geschichte, da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich bin in einem Kloster der Verstallinnen im Wind- und Herzogtum aufgewachsen. Offenbar haben mich die Nonnen eines Morgens in einem Rosenbusch vor ihrer Kirche gefunden. Aus diesem Grund haben sie mich auch Rosalie genannt. Zumindest haben sie mir das erzählt. Die Verstallinnen haben mich aufgezogen, aber ich habe die Suche nach meinen wirklichen Eltern nie aufgegeben. Der neue Statthalter. Ich habe gehört, dass der neue Statthalter in Port Meron eingetroffen ist. Der soll angeblich von Imperatorin Gwendolyn persönlich ernannt worden sein. Ich wünschte ihm mehr Glück als seinen Vorgängern. Die Herren von Port Meron neigen dazu, unter tragischen und manchmal mysteriösen Umständen ums Leben zu kommen. Der letzte Statthalter der Halbinsel, Lord Montbart, ist vor 10 Jahren verschwunden. Ich meine, buchstäblich verschwunden. Niemand weiß mit Sicherheit, was ihm zugestoßen ist. Einigen Gerüchten zufolge wurde er im Zuge der zweiten Blutmondfinsternis von Dämonen erschlagen und sein Geist soll noch im Port Myrons Verlies spuken. Andere behaupten, er sei wahnsinnig geworden und lebe wie ein Tier im Wald von Ion Schall. Ich habe sogar einige Geschichten gehört, wonach er noch leben und wohlauf sein soll. Aber Banditen anführt, die gegenwärtig die ganze Gegend plagen. Wenn mein Auftrag hier erledigt ist, würde ich gern die Wahrheit herausfinden. Aha. Aber können wir ansonsten nichts machen? Da müssen wir noch ein bisschen Müll verkaufen. So, das hier nochmal aufdecken. Dann streiche ich hier Rosie besuchen von meiner Liste. So, handeln. Experte für Kriegsführung schreibe ich noch gerade auf.
Kriegsführung. Reparatur, Waffen. Waffen für 100 reparieren. 100. Gucken wir mal, ob wir nicht einfach eine besser, günstiger, eine neue Waffe kaufen, die dann auch mehr kann. Flamberg, geballtendiges Schwert, ist natürlich ziemlich unsinnig. Geballtendiges Schwert, da haben wir noch einen Streitkolben. Was? Einen erfolgreichen Angriff bewirkt mit einer Wahrscheinlichkeit von 3% eine klaffende Wunde, 50% der bei diesem Angriff verlorenen Lebenskraft geht am Ende der Runde zusätzlich verloren. Aha. Nee, das hat jetzt nichts. Nichts Großartiges zur Auswahl. Wobei der jetzt auch eine exceptional schlechte Auswahl hat. Na, was soll's. Dann reparieren wir es halt. Und dann gehen wir wieder. Klingenmeister, Runenfürst, Kriegstrainer. Okay. Dann gibt's da im Moment auch gar nicht mehr zu tun. Doch, gibt es. Wir müssen ja noch diese Quest abgeben und dann die nächste Quest holen. Ich habe das Licht im Leuchtturm wieder blitzen sehen. Ich nehme an, das ist euer Werk. Ich verstehe. Also tatsächlich der Kult des Abwrackers hinter allem gesteckt. Verfluchte Schlangen. Ich muss sagen, bisher bin ich von eurer Leistung angenehm überrascht. Vielleicht seid ihr so weit, etwas Ernsthafteres anzugehen. Der hier war Meister der Ausdauer. Schreibe ich auch noch gerade auf. Ausdauer. Der steinige Weg nach Port Myron. Governor of Steel Men wants to talk. Fine. Orc better like what Governor has to say. Ich habe Rosalie getroffen und sie hat mir erzählt, ihr hättet dabei geholfen, mit diesen Straßenräubern fertig zu werden. Dafür habt ihr meinen Dank, Schatzjäger. Tja, es ist wohl an der Zeit für euch, den Statthalter der Halbinsel kennenzulernen. Geht zu Burg Port Myron, ihr könnt sie nicht verfehlen. Es ist die große Festung nördlich von Sorpegal, unweit der Berge. Okay. Ja. Ich mache nochmal einen kurzen Schnitt. So, weiter geht's. Da war gerade ein Reddit Armor Ask Everything. Moment, hier ist noch so ein Ding. Dieser Tempel ist ein Geschenk von Herzog Anton vom Greif an die Stadt Sorpegal. Sein Fundament wurde im JSD 565 gelegt. Ja, und da bei diesen Dings habe ich die Entwickler gefragt, wie das ist mit der XP. Zum einen, wieso die sich dafür entschieden haben, dass man nichts bekommt, wenn man bewusstlos ist. Und dann meinten sie einfach, ja, es war eine Entscheidung, die auch bei denen umstritten war, aber sie haben sich schlussendlich dafür entschieden, dem nichts zu geben, weil es sich sonst falsch angefühlt hätte, wenn halt ein bewusstloser Charakter eine Erfahrung bekommen hätte. Ja gut, muss man so hinnehmen. Und die Bonus-XP, die hier bekommen, die man bekommt, die kriegt derjenige, der den Killing Blow macht, was auch eine sehr seltsame Mechanik eigentlich ist.
Weil beispielsweise der Heiler ja eher dann selten, na gut, der macht ja in der Regel dann auch Magie-Gruppenschaden, eventuell kompensiert sich das damit. Aber es ist schon etwas seltsam. Deshalb hat der auch jetzt die meiste Erfahrung. Ja, weil der halt am meisten Schaden austeilt im Moment. Genau. Jetzt geht's zur Burg. Beziehungsweise jetzt geht's in den Ladebildschirm. Ja, der Ladebildschirm. Was würden wir nur ohne ihn machen? Oha. We all know that these parts are full of brigands, right? Natürlich. So. Da können wir nochmal dran schnüffeln. Oder unsere Köpfe ins Becken tauchen. Und jetzt können wir. Ich werde auf jeden Fall da vorne jetzt reingehen. Die rechte Seite werde ich auch nochmal genauer auskundschaften und da ein bisschen hin und her laufen. Denn da kann sich auch noch gut was zum Ausbuddeln befinden, was ich bisher übersehen habe. So, Portmaron wurde anscheinend überlaufen. Aber das sehen wir nach dem Ladebildschirm. Burg Poltmaron, Milizhauptmann, Heda, ihr! Also hat Perrin endlich seinen fetten Arsch bewegt und Verstärkung geschickt. Der Statthalter und seine Leute haben sich in den Burgfried zurückgezogen und leisten heftigen Widerstand. Mit eurer Hilfe könnte es uns gelingen, durchzubrechen und dieses Liebchen der Imperatorin ein für alle Mal loszuwerden. Geht und meldet euch sofort bei Even. Ach übrigens, wie viele Männer habt ihr mitgebracht? Stehen bleiben, ihr seid gar nicht Perrins Männer. Zu den Waffen! Great, I needed to hit something. Milizhauptmann. Okay, der ist neu, glaube ich. Kann mich nicht erinnern, dass es den vorher gegeben hat. Batsch! Der macht so einen perversen Schaden. I kill you. Naja, er hat jetzt wieder einen Punkt mehr bekommen. Lesen! Hört, hört! Wegen des schlechten Zustands von Boden und Decke ist der Zutritt zu einigen Zimmern bis auf weiteres verboten. Im Ost- und Nordflügel ist besondere Vorsicht geboten. Gwendal. Mhm. Anderswo gesteuert zu werden. Okay. It smells musty in here. Schild ist abgenutzt. Na danke. So, die lassen wir aber mal rankommen. Schild ist ja jetzt kein Drama. Da verlieren wir jetzt nicht wirklich viel durch. Elite-Räuber und Elites. Dann nehmen wir erstmal den Räuber, weil der wieder so dämlich vergiftet. Ja! Batsch. Die verfehlt zu häufig. Wie viel hat die denn in
Schwertkampf 84, Schild an 50. Ja. war dran. Batsch. Wieder wach. Ratsch. Ja, die können mir hier gar nichts. Da kommen wir also nicht rein. Ist ein Hebel. Und damit ist jetzt sicher die Tür hier auf. Genau. Und da kommt noch mehr. Aber ich glaube, die können dadurch nicht angreifen. Ne? Darf der machen? Räuber, Räuber. Ratsch, der hat gesessen. Ja! I don't feel so good. Kein Problem. Batsch. Der ist Stufe 2. Ein erfolgreicher Angriff provoziert das Ziel mit einer Wahrscheinlichkeit von 5%. Das Ziel muss seine Angriffe, Fertigkeiten und Zauber auf das Gruppenmitglied konzentrieren, das es provoziert hat. Wirkt bis zum Ende der Runde. Okay. Ist also ein Agro-Helm. Na. Aber ist cool, dass es sowas gibt. Und das hat plus 14 Ausweichwertung gebracht. Holla, nicht schlecht. Also von solchen Gegenständen möchte ich gerne noch mehr. Den hier muss ich noch, und die muss ich noch anziehen, dafür brauche ich Trainer. Da geht's durch, aber erstmal schaue ich mich hier um. Speichern. Super. Ja! I kill you. Vielleicht sollte ich den mal umpositionieren, dass ich mit dem immer zuerst angreife. Damit wäre die Chance halt geringer, dass er immer den Todesschlag macht. Machen wir mal so. Miliz. Batsch. Ja! I stay down. Aber
Sind die denn Erfahrungspunkt mehr bekommen? Da können wir mal eine Heilung raushauen. Das ist natürlich jetzt auch besser. Dadurch, dass der zuerst drankommt, komme ich in die Verlegenheit, den ja schon benutzt zu haben. Oder mit dem zuerst den zu heilen, bevor der angegriffen hat. Dass er den Bonus auch voll nutzen kann. And stay down. Ein Chris, sehr schön. 6 bis 10. Ja, hierfür. Der ist ja hammermäßig besser. Haupthand muss mehr Schaden machen als die andere. Sandalen haben wir noch, die waren aber, glaube ich, die bringen noch nicht mal Schutz. Ist ja klasse. Dann haben wir hier noch eine Wollrobe. Oh, sehr schön. Hm, naja, oder auch nicht. 12. Und 16, das ist so Unsinn. 5 Rüstung, 2 Rüstung. Naja, kann man aber jetzt verkaufen. Great. Enemies to kill. Elite-Räuber. Bam. Aua, der war daneben. Dann machen wir mal hier eine Heilung. Oh, da kommt gut was. I kill you. Bams. Miliz muss weg. Kann man eigentlich die ganze Mana verbrauchen. Das kommt sowieso gleich zum einen Level ab und zum anderen muss ich rasten. Hey, schnibbel die Schnipp. Ah, Mist, Ringaktion wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich entgiften. Egal. So, Giftheilung. Wer hat denn am wenigsten Erfahrung? 371, 71. Er und der Zwerg. Okay. Ja! Na, den hier muss ich eigentlich. Erst. Bam. So, schön. Nummer 1. Und da ist der Rest. Ja, und verbrauchte Attributspunkte. Dann steigern wir die doch mal. Macht. Und. Na, da können wir leider nicht weitermachen. Ausdauer. Wobei ist da, glaube ich, auch noch kein Expert-Trainer. Kann ich jetzt zumindest nicht erinnern, eingesehen zu haben. Dann kann der als nächstes mal hier leichte Rüstung voll machen, würde ich sagen.
bestätigen. Der ja geht auch auf Macht. Macht weiter das Schwert. Bestätigen. Dann haben wir hier weiter Glück. Und die ist auch mittlerweile schon ziemlich mit den Hitpoints zurückgefallen. Und Dolch, okay. Ja, die kann eigentlich alles trainieren. Ich glaube, Endurance macht hier noch mit am meisten jetzt Sinn, um Lebenskraft mal zu steigern. So ein bisschen aufzuholen. Oder halt zwei, damit die Schilternd verbessert wird. Aber das sind natürlich verhältnismäßig inaktive, ineffiziente Punkte. Pro Machtpunkt, das bringt auch nicht viel. Kritische Trefferchance in der Schilternd um 0,1% pro Glückspunkt. Das ist schon nicht schlecht. Aber das sind Minimalswerte. 0,4, das sind 1%, 1,1%, wenn man die zusammennimmt, ist nichts. Dann nehmen wir stattdessen den. Das einzige Interessante ist hier einen zusätzlichen Angriffsversuch mit einer Waffe in eurer Schildhand. Machen wir hier stattdessen mal Ausdauer. Bestätigen. Dann der Zwerg. Der kann. Magie, Vitalität. Geist. Machen wir mal Magie. Machen wir das Zaubern mal ein bisschen stärker. Ach so, und das hier kann er natürlich auch noch. Feuermagie könnte er trainieren. Erstmal machen wir natürlich das, was absolut nötig ist. Foki bestätigen. Und ich glaube, damit werde ich dann auch erstmal wieder zurück in die Stadt laufen, damit der nämlich das Ding hier direkt benutzen kann. Und das auch schon mal Erfahrung sammelt. Ist natürlich jetzt ein bisschen hin und her gelaufen. Und nochmal ein paar Ladebildschirme. Moment, kann man hier noch was machen? Nee. Also wir bräuchten einen Ausdauerexperte. Yes, running on Mother Earth, under Father Sky. Im Forum sind die sich am Beschweren, dass es hier viel zu wenig Gold gibt, aber da kann ich mich ja echt nicht beklagen. Muss halt da ein bisschen vorausplanen, was das Identifizieren vor allem Dingen betrifft, denn da kann man sehr, sehr viel Gold mit sparen. Und ich kaufe natürlich, ich habe noch keinen einzigen Trank getrunken, gekauft. Das macht natürlich auch gut was aus, wenn man die nicht kaufen muss.
So, dann haben wir hier den Fokimann, das war hier der, oder? Der ist Arkane Disziplin. Ausbilder. So, Pigal. Arkane Disziplin. Lichtmagie. Machen wir hier noch gerade Luft. Bogen, Armbrust, Schwert, aber leider können wir da nur auf Experte hochleveln. Streitkolben und Axt. Dann haben wir hier den Dolch-Experten. Kriegsführung, ja. Meister Ausdauer. Ja, super. Bringt uns hier nichts. Experte schwere Rüstung. Naja, und magische Foki da oben. Foki? Dann werden wir mal zur... Magierin latschen. Danach kann der hier Mystik angehen. My strength is leaving me. Ja, ja. Ich bin so schwach. Ja, und reparieren müsste man hier auch noch. Lassen wir mal eine Runde. Magische Foki, Gorbosch. Wunderbar. Handeln. Stärkungstrank. Was? Kostet 15.000? Ja gut, aber erhöht ein Attributpunkt um 1. Das ist natürlich schon nicht schlecht. Na, die Sachen sind aber dann entsprechend alle ein bisschen teurer. Was halt interessant wäre, wären Gegenstände, die Wahrnehmung erhöhen, damit ich damit dann auch diese Geheimtüren öffnen kann, die für Fernkämpfer gedacht sind. Ja, das hier haben wir gemacht. Und was ich hier noch ausprobieren wollte, das habe ich jetzt auch vergessen bisher. Magie aufheben. Alle positiven und negativen Effekte aufgehoben. Probieren wir das mal aus. Was identifizieren kann ich rausnehmen. Das kann ich lieber hier von benutzen. Feuerstrahl. Zerschmettern. Wobei, das kann ich bei dem einfach so benutzen, weil der sowieso seine Mana nie benutzt. Kann der das einfach quasi immer benutzen? Und der hier kann jetzt das Gerät nehmen, dann kann ich das hier auch verkaufen. Gut, gut, gut. Gehen wir gerade verkaufen.
Ja, und reparieren. Ach, der kann. Na, okay. Muss ich beim Rüstungsmann machen. Okay. Temperatur. Mhm. Handeln. Erdmagie, Magieschule. Mhm. Luftmagie, Widerstand. Magier, Weisender. Hundert Prozent Schutz vor magischem Schlaf. Okay. Vor normalem Schlaf wäre schön. Ja, aber es ist im Grunde alles unnütz. Brauchen wir nicht. Interessant wird halt jetzt, wie sich sein Stab entwickelt. Nochmal zur Erinnerung, diese Stäbe waren, konnte man sich im Spiel freischalten. Oder vor dem Spiel freischalten für Ubisoft-Punkte. Die kosten 40 Ubisoft-Punkte. Ne, 20 oder 30 Ubisoft-Punkte. Kann man sich auch durch andere Spiele verdienen. Also ich hatte vorher schon die Punkte durch, durch Anno und Far Cry 3 Blood Dragon. So, Zauber lernen. Gorbosch, was hast du denn noch? Fackelschein können wir lernen. Macht ein bisschen Licht. Widerstand gegen Feuermagie für 7 Runden. Das ist so wenig. Ich meine, die lerne ich jetzt einfach mal, damit ich sie hab. Sieben Glück. Nö. Feuerball auf eine Gruppe von Feinden. Inneres Feuer, 7 Macht. Ist auch Unsinn. Feuerball, Mana-Schwall. Naja. Nehmen wir die nur noch mit. Kordanor. Lichtabwendung. Alle Gruppenmitglieder erhalten 7 Widerstand gegen Lichtmagie. Das ist auch. Hatte ich jetzt bei dem anderen gelernt? Ah, hatte ich gelernt. Dann mache ich das hier auch mal. Lichtkugel. Eure Sicht in der Dunkelheit. Ja, Hellsicht. Nahe Fallen, das ist dasselbe, was der andere mit Feuer hat. Reinigendes Licht. Flüche aufheben. Und leuchtende Waffen, das ist kompletter Unsinn, weil der besser im Nahkampf angreifen kann. Wahrnehmung. Das lohnt sich. Dass der das macht, lohnt sich eigentlich damit Luft überhaupt nicht. Zauber lernen, dann könnten wir noch Shahira. Aber dass die das macht, das lohnt auch nicht.
Nee. So, dann wieder zurück. Metzeln. Die Frage ist natürlich auch, ob diese Gegenstände einen Maximalwert erreichen können, eine Maximalstufe, oder ob die einfach immer weiter leveln. Das wäre schon ein bisschen krank. Das war Wassermagie. Ich gehe da jetzt einfach mal dran. Well, thank you for that. We all know that these parts are full of brigands, right? Ashtar, die wollte ich mir ja auch noch aufschreiben, die Tage. Ashtar, genau. Was jetzt kommt, es wird interessant danach. Bestätigen. So. Hier mal weiter. Mal speichern. Alle positiven und negativen Effekte. Damit kann es natürlich auch sein, dass ich das hier aufhebe. Wäre auch egal. Wahnsinn. Da ist nichts. Das ist ein bisschen hin und her gelaufen. Jetzt muss ich wieder zum Eingang gehen, die andere Richtung gehen, einen Hebel drücken, dann geht das sicher auf. Dann wieder den ganzen Weg zurücklatschen. Great, I need something to hit. Okay. Batsch. Rüstungswert um 13. Schnibbel die Schnipp. Machen wir jetzt den hier. Betäubt. Okay. Machen wir hier gerade einen davon. Batsch. Schnippschnapp. Dunkelrot war Stärke, glaube ich. Macht und Macht kann er hier brauchen. Yes. So. Und
Sonst ist da jetzt nichts gewesen. Kiste. Naja, Geld drin. Lass mal rankommen. Elite-Miliz. Bam. Okay, es sind jetzt ein paar mehr. Ah, er sollte schon sterben. Gut, dann schauen wir mal, ob wir damit Vergiftungen heilen können. Ja. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Der soll den nicht töten. Entweder der oder der, aber das reicht nicht. Also glaube ich mit der. Der hat ihn schon verletzt. Na gut. Ja! Der würde den sofort zertrümmern. Na gut. I'll kill you. Haben wir irgendwas bekommen? Naja. Aber mit dem Ding greift er halt zweimal an, von daher. Yumi! Anfänger. Anfänger sind wir. Jetzt den ganzen Weg wieder zurücklatschen, um von der anderen Seite da reinzugehen. Cool. Skrupellos. Der ist aber skrupellos. Sagt, er ist aber wahrscheinlich auch ziemlich schnell tot. Schnippschnapp, Schnippschnapp. Und mal meine Heilung. Reinigendes Licht. Achso, der hat dieses Rüstungszerhacken runtergenommen. Dann holt sich den. Schön, neue Gegner. Neue Gegner sind immer gut. Was ich auch versuchen wollte, war, wenn ich einen Stun kassiere, ob ich den auch mit diesem Zauber quasi beheben kann. Giftheilung. Miliz.
Na, machen wir halt hier die Räuber jetzt erst kaputt. Aua. Vergiftet. Die muss Entgiftung zaubern. Wobei, hätte er selber machen können. Der kann halt nicht zaubern. So. Thanks. Greift sich der den, ne? Greift sich der den. Stay down! Schnapp. Und noch einmal für dich. Wunderbar. Da geht's noch nicht weiter. Speichern wir mal. Ein Hebel. Und Überraschung, die Tür hier ist auf. Feuer. Da sind wir aber heute wieder skrupellos. Schnipp, schnapp. Ah, das wird leider nicht reichen. Zack. Notvorrate, Räte, bringt diese Truhen so schnell wie möglich in den Burgfried. Prätorianer Hauptmann Gewendal. Okay. Dann bringen wir diese doch so schnell wie möglich in den Burgfried, was? Barbuta! 2 Rüstungswert. Da ist schon. Ne, das ist 2. Die kann noch einen Helm brauchen. Müll. Da haben wir noch einen Bogen. Ich glaube, er hat noch genug. Zack. Streitkolben. Na, okay, da geht's zu Stufe 2. Gehen wir da doch mal hin. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt. Sagt die Zeit. Portmeron, Stufe 2. Dann nehme ich mir erstmal die Kiste hier mit. Great! I needed to hit something! We're being attacked from behind! Ah, okay. Ja, aber nichts besonders tolles, starkes. Zack, zack, zack. Pusten wir den ja mal weg. Miliz, Miliz, Elite-Räuber. Machen wir den mal. Aua.
Na, nimm du mal einen Heiltrank. Ja, komm, schnell, schnell. Elite, Miliz, nehmen wir die zuerst. Mal da drauf hacken. Hm. I stay down. Schnipp und bam. Okay. Wieder ein Hebel. Magier. Lass mal kommen. Oh, da können wir mal einen Mana-Trank trinken. Das reinigendes Licht. Aua. Hm, du schaffst es. Zack. Verdammt. Die hat das Dings nicht bekommen. Aber damit kann man das auch aufheben. Dann lade ich nochmal. Bescheuert. Habe ich den Stun übersehen? Kommt nur her. Skluppelusel Zauberlel. Dann werfen wir hier mal die Heilung an. Ah ja. Ja! Anderswo. Tja, hier sehe ich aber gerade nichts. Da gab es allerdings auch noch einen anderen Weg. Schon gedrückt. Da ist ein Hebel. Und da ist der Schnitt. Bis zum nächsten Mal.